Hallo, ihr wundervollen Menschen da draußen. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge des Helfer Podcast. Wir berichten über Veranstaltungen, Inspirierendes und Erfolgsgeschichten hier bei Helfer. Wir möchten euch mitnehmen in die bunte Welt von Helfer, in der es darum geht, dass Menschen Menschen helfen und so gemeinsam eine menschlichere Form des Zusammenlebens erschaffen. Heute geht es um die Tage der Kunstfreiheit vom 10. bis 12. Dezember und die Bewegung Kunstattacke. Worum es dabei geht und warum ihr und hier insbesondere die Künstler bei Helfer da unbedingt mitmachen solltet, klären wir gleich im Interview mit der Initiatorin Nicole Raffenberg. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung. Helfer engagieren sich liebevoll für andere. Helfer engagieren sich liebevoll für andere. Willkommen zum Helfer-Podcast. Hier erfährst du über Helfer, was wir alles tun, was so geschah. Egal ob fern, egal ob nah. Herzlich willkommen, liebe Nicole. Hallo Edgar, ich grüße dich und euch alle. Ja, herzlich willkommen. Vielleicht wollen wir so einsteigen, dass du erstmal ein wenig von dir erzählst. Ich bin 51 Jahre alt und lebe auf dem Land mit einigen Tieren auf einem Resthof. Ich bin eigentlich hauptberuflich Erzieherin, aber auch in der Altenpflege beschäftigt und in der Betreuung und kümmere mich ehrenamtlich auch um Menschen mit schweren Erkrankungen oder auch Krebsleiden, manchmal auch um Trauer, Angehörige und so etwas, und bin eigentlich ganz gut ausgelastet. Und in der Freizeit befasse ich mich sehr viel halt mit kreativen Dingen, weil ich ein kreativer Mensch bin. Also ich male gerne und schreibe, mache manchmal so ein oder andere Skulpturen. Du bist auch eine Künstlerin, wenn ich das so rausführe. Ja, aber nicht besonders bekannt. Nicht besonders bekannt, aber du bist eine Künstlerin. Das können wir ja schon mal festhalten, weil das, glaube ich, auch im Weiteren ein sehr wichtiges oder ein sehr zentrales Thema sein wird. Wir kommen mal zu diesem Event, wo du ja die Initiatorin bist. Wie würdest du jemanden in zwei Sätzen erklären, was die Tage der Kunstfreiheit sind? Ich denke, ich würde das so erklären, dass es ein riesiges Festival ist, was global abläuft für die Kunst und gegen die Ausgrenzung, mit allen verfügbaren Mitteln, was die Kunst überhaupt bereithält. Was ist denn das Ziel der Veranstaltung? Ja, das Ziel ist im Grunde genommen, dass wir eine neue Gemeinschaft erleben, dass die Künstler auch einmal wieder erleben, dass sie ja eine richtige Würdigung erfahren, ein breites Publikum haben, ohne jegliche Einschränkung, und dass das Publikum wiederum völlig uneingeschränkt die Kunst genießen kann, die Künstler zu bieten haben. Und es ist einfach die Aussage, dass wir die Lebensfreude einfach wiederbeleben wollen mit diesem großartigen Event. Wir möchten einfach den Menschen Tage schenken, in denen sie sich so richtig wohlfühlen und was auch kindgerecht ist, selbstverständlich, und was einfach dazu animiert, dass das Leben wirklich Spaß macht und dass man selber mal wieder ein bisschen kreativ wird und Freude daran hat. Was war denn deine Motivation, ganz persönlich diese Veranstaltung zu initiieren? Gab es ein Schlüsselerlebnis? Ja, das kann man so sagen. Das beruht darauf, dass ich einen Kanal gegründet habe, diesen Kanal Kunstattacke, was ja eine Bewegung darstellen soll von vielen kreativen Geistern und Künstlern, die sich also für die Sache engagieren und ja, im Grunde genommen dem Zeitgeist Ausdruck geben möchten. Und es haben sich dort auch schon einige angesammelt. Nur ist da eine gewisse Schüchternheit, und da haben wir uns so gedacht, Mensch, wir initiieren jetzt einfach mal einen Tag der Kunstfreiheit, wo sich jeder mal einbringen kann und wo es dann die Gemeinschaft gibt. Daraus wurden dann die Tage der Kunstfreiheit, und als Datum hatten wir als ersten Tag den 10.12. gewählt, weil das der Tag der Menschenrechte ist, was also wunderbar passt. Nun gibt es auch noch andere Tage, Feiertage dazwischen, und das Ganze wird also ziemlich rund, wenn wir uns da einbetten. Und ja, so hat sich das dann ergeben. Das Schlüsselerlebnis war eigentlich der Kanal und festzustellen, ja,
Der Wille ist da, die Ideen sind da, auch vieles zur Umsetzung. Nur der letzte Schritt, da ist diese Schüchternheit, da muss man mal ein bisschen was Größeres bieten und dann werden die auch aus dem Puschen kommen. Das heißt, wenn ich das jetzt richtig verstehe, du kanntest, also vor der Kanalgründung kanntest du schon Künstler und hast dann auch irgendwie so aufgrund der Verbindung auch festgestellt in den Gesprächen, wahrscheinlich in den Begegnungen, dass es da eben einen Bedarf gibt oder dass es sozusagen einen Wunsch nach, ja, eben nach Ausdrucksmöglichkeiten gibt, die ja im Moment sehr stark eingeschränkt sind. Und ich denke, es ist, glaube ich, auch wichtig, dass man wieder, dass die Kunst mehr in den Vordergrund rückt, weil die Kunst halt sehr wichtig ist. Das heißt, also wenn man das mal so auf das Kernstück reduzieren, es geht um Kunst. Oder warum ist Kunst eigentlich so wichtig? Oder was kann man mit Kunst sehr schön transportieren? Also ich glaube, jeder, der sich mit Kunst befasst, ob er sie nun selber erschafft oder jemand, der sie genießt oder auch bewertet, der weiß, dass Kunst elementar zum Leben dazugehört. Ich meine, wie definieren wir das denn? Es muss ja nicht jetzt das Gemälde im Museum sein, sondern es ist einfach etwas Erschaffenes aus der eigenen Kreativität heraus. Und der Künstler selber, der profitiert davon, indem er Dinge verarbeiten und ausdrücken kann. Also jeder, der die Kunst praktiziert, weiß, dass in dem Moment, wo er sie erschafft, ist er halt drin im Element. Er ist also außerhalb der Welt sozusagen, aus dem realen Leben, sondern er ist in seiner Kunst drin. Und davon profitiert er sehr. Und derjenige, der die Kunst nachher genießt, der profitiert ebenfalls. Der versinkt in das Bild oder in die Musik oder in den Tanz, der dargeboten wird. Weißt du, das ist also eine Win-Win-Situation, die hast du eigentlich im Leben kaum. Bei der Kunst ist das gegeben und sie steigert also die Lebensqualität unheimlich. Wir brauchen die Kunst, weil wir im Augenblick also wirklich in einer Zeit leben, in der die Emotionen doch ziemlich eingefangen sind, dadurch, dass wir einfach auch Kontaktbeschränkungen haben und andere Maßnahmen erleben müssen, die also dieses freie Erleben der Emotionen gar nicht so ermöglichen, wie es sein sollte und wie es auch wichtig ist für das seelische Wohlbefinden. Und deshalb tut es jetzt auch wirklich Not, dass wir jetzt mal so einen Kontrapunkt setzen bei all dem, was zurzeit so ja, passiert an Negativnachrichten. Und der Zustand der Menschen oder der Gesellschaft ist einfach im Augenblick so, dass es zwingend notwendig ist, dass wir so einen Ausgleich schaffen, wo ein bisschen Lebensfreude, viel mehr Qualität drin ist, dass sie mal so richtig lachen können, dass sie staunen können, die Menschen, oder sich berühren lassen von etwas, was völlig anders ist als das, mit dem sie ja jeden Tag konfrontiert sind. Und es herrscht eben auch sehr viel Angst, leider Gottes, in unserer Gesellschaft zurzeit, die ja auch begründet ist. Aber jede Angst braucht einfach auch ihren Ausgleich, damit die Seele nicht vollend Schaden nimmt. Nur es ist einfach so, dass Geist, Psyche, Seele, Körper einfach eine Einheit bilden und man wird krank. Wenn man nicht wirklich hingeht und sagt, Mensch, ich gehe jetzt mal raus aus dieser Angstsituation, ich gehe mal raus aus diesem Druck, aus dem Hamsterrad und genieße jetzt einfach mal die Kunst, die Kreativität, ich lasse mich verführen von Farben, von Bewegungen, von Musik. Und du weißt, dass die Kunst ja zu jeder Zeit und zu jeder Krise eine große Rolle gespielt hat. Die haben nicht umsonst hier, jedes Land hat seine Nationalhymne. Das symbolisiert natürlich eine Gemeinschaft. Und wir haben bei irgendwelchen Festen, egal welche, haben wir immer irgendwas mit Kunst zu tun. Wir haben die Glocken in den Kirchen, die zu jedem, ja, zu jedem Feiertag aufrufen, die auch künstlerisch sehr gestaltet sind. Wir haben in der Religion unheimlich viel mit Kunst zu tun. Wir haben überall in der Architektur begegnet uns die Kunst. Wir haben also überall das Statement, dass die Kunst uns immer begleitet und sehr, sehr wichtig ist. Also man braucht beides. Man braucht ja den Künstler und man braucht die Zuschauer. Also insofern ist für jeden was dabei. Ich hatte ja schon auch in der Einleitung gesagt, dass insbesondere auch die Künstler sich angesprochen fühlen sollten, weil sie können dort mitmachen.
Ich habe das auch mal, also auf der Homepage nachgelesen. Es gibt eben Performer, es gibt Medienschaffende, es gibt Autoren, Texter, Liedermacher, Sänger, malende Künstler. Weiß nicht, habe ich noch was vergessen? So Ja, die Performer vielleicht, die die also im Performer, Moment genau. auflaufen und sagen, oh, ich habe die Idee und ich möchte das darstellen und Ja. die Geschichte und so. Also das ist schon toll. Oder auch Verkleidungen schon als Ideen haben. Ja. Ja. Wie ist das denn so? Gibt es auch sowas wie Mitmachkunst? Also das heißt, ich komme dahin und ich werde dann damit einbezogen, wenn ich das will. Also das heißt, es gibt nicht nur, dass ich vorne irgendeiner hinstellt am Mikro und was singt oder was spielt, sondern es gibt durchaus auch, oder die Frage jetzt, gibt es auch Dinge, wo Zuschauer mit einbezogen werden beispielsweise oder selber Ja, was machen können, selbstverständlich. so? Ja, klar, das ist also absolut gewünscht, dass also die Zuschauer damit einbezogen werden, ja, auch die Kinder und so, dass man die mit einbezieht. Ich meine, stell dir das mal so vor, du bist jetzt ganz normal unterwegs in der Fußgängerzone oder in der Stadt und du siehst jetzt, sagen wir mal, alle 100 Meter ein Event. Du siehst also jemanden, der eine Geige spielt. Und wieder weiter siehst du vielleicht einen Clown oder wir haben ja einen ganz tollen Akrobaten dabei, der super mit dem Seil umgehen kann. Also du beobachtest das, du hörst Musik, du hast diese ganzen Anreize und natürlich wirst du automatisch dann anfangen zu tanzen und zu singen. Die Stimmung passt, die Ja. Leute kommen zusammen, sie haben ein gutes Gefühl, das finden wir immer wieder und dann geht's los. Sie schunkeln mit, sie tanzen mit, sie singen mit. Die Kinder werden von den Clowns mit Sicherheit mit einbezogen und von den anderen Darstellern auch. Die Ah. Performer werden auch hingehen und die animieren mitzumachen, etwas zu halten oder vielleicht eine Fackel zu tragen oder etwas in der Form. Also auf jeden Fall werden die mit einbezogen. Wir wollen ja, wenn es ideal läuft, eine riesige globale Bühne haben an diesen 3 Tagen, wo also wirklich die Lebensfreude dominiert, ne? Und dieses lebendige, kreative lebt. Und die Menschen sollen einfach einheitlich glücklich sein in diesem Augenblick. Und das ist das Ziel. Okay, jetzt habe ich das auch erstmal richtig verstanden. Das heißt, es gibt also in verschiedenen Städten, habe ich so verstanden, es ist global, das heißt auch im Ausland, wenn ich das richtig verstehe, jetzt so richtig schlussfolgere. Ja. Und ja, ist das so? Ich habe hier also in 7 Sprachen Übersetzungen vorliegen und Okay. das Ganze wird jetzt schon geteilt nach Italien, nach Spanien, nach Frankreich, England, ja und nach Holland auch rüber. Also dass wir selbst die russische Sprache habe ich hier vertreten, so dass es also durch die Netzwerke geteilt werden soll und wird. Und von daher rufen wir eigentlich alle auf, dann weltweit diese 3 Tage dafür zu nutzen, die Tage der Kunstfreiheit, ja, auszuleben. Okay, gut. Das heißt weltweit in 7 Sprachen, das heißt, es gibt ja dann noch mehr Länder, sage ich mal, und es ist immer an Orten verteilt. Das sind dann Städte, das kann wahrscheinlich auch an so Orten sein, die besonders sind, an der Küste oder irgendwo, wo es Ja, besonders genau. magisch oder sonst was. Es gibt ja auch so Kraftplätze, was weiß ich. Das sind ja auch Sachen, die die Künstler sozusagen mitbringen, dass sie sagen, an der Stelle möchte ich gerne was machen, weil ich da meine Sache besonders gut ausdrücken kann. Ich denke, Genau. so ist es auch sehr frei, das Format. Das heißt, da kann jeder sich wirklich mit dem einbringen, was er möchte. Wenn ich mir Richtig. Zum Beispiel Genau. vorstelle, einer macht Lesungen. Ja, also das heißt, Ja. er könnte sich dann irgendwo auf einem Marktplatz hinstellen und irgendwas vorlesen oder er setzt sich in einen Park oder irgendwo auf einen Stein, was weiß ich. Da gibt es ja Genau. tausend Möglichkeiten. Und das Schöne daran ist ja, weil das so offen ist, kann sich da auch, glaube ich, jeder irgendwo einbringen. Ja, Ne? genau. Wir haben dann also wirklich einen riesigen Strauß von Talenten, die alle miteinander wirken, jeder für sich und dennoch miteinander. Und das ist dasselbe Motto, ja. Wir möchten die Gemeinschaft, wir möchten unsere Kunst zeigen, wir möchten die Kunst leben und wir möchten halt die jedem zugänglich machen. Also, dass man gegen die Ausgrenzung von wem auch immer ist. Du weißt ja, viele Menschen haben wenig Geld. Die können beispielsweise nicht in so ein Konzert.
Ne? Oder, also das ist wichtig. Oder du hast Menschen, die wegen ihrer Behinderung oder Ängste, du hast viele, die haben Panik in einem geschlossenen Raum. Die können auch nicht an so etwas teilnehmen. Da draußen aber ist das für jeden zugänglich. Und genau darum geht's. Ja, das ist, finde ich, auch nochmal gut, dass du das so ansprichst. Das ist ja auch so ein Aspekt bei Helfer, dass die Menschen halt ihre Ressourcen einbringen für andere und dass Genau. sich so letztlich für jeden auch eine Chance auf ein besseres Miteinander ergibt, die auch, dass es auch ein Ja. erfüllteres und liebevolleres Miteinander, was da dann zustande kommt. Und du hast ja auch, wir haben auch gerade, haben wir ja auch am Anfang schon gesagt, dass gerade über Emotionen oder über die Kunst diese Emotionen auch transportiert werden kann und überhaupt erstmal wieder zum Erblühen kommt. Und das kann Ja. uns ja allen sehr helfen im Moment. Gerade jetzt ist natürlich auch jetzt Weihnachten. Das ist auch nochmal so die Frage. Ich hatte so den Eindruck, also diese ganze Aktion ist ja jetzt auch erst seit kurzem ins Leben gerufen worden. Gibt es noch gar nicht so lange, oder? Genau, also Kunstattacke, der Kanal, den gibt es jetzt erst seit 3,5 Wochen. Der ist auch ziemlich chaotisch entstanden. Erst gab es bloß eine Gruppe und weil da plötzlich so viel Zulauf war über Nacht, war ich dann ziemlich am Rudern als Laie bei Telegram und habe dann wirklich drei wunderbare Menschen gefunden, die mir sofort geholfen haben. Sonst würde es den Kanal wahrscheinlich jetzt noch nicht geben. Ich möchte das kurz nutzen und mich eben bedanken, wenn ich darf. Noch Klar. einmal. Das ist einmal hier die Drea von dem Kanal Miteinander Füreinander, der dann zu einem Partnerkanal geworden ist. Also ganz toll. Und den Chris und die Dolly, die möchte ich jetzt hier bitte erwähnen, weil ohne die wäre ich jetzt nicht hier. Ja, das darfst du unbedingt, weil es sind immer Menschen, die etwas tun und das sind auch konkrete Menschen. Es sind nicht irgendwelche Menschen, es sind Menschen mit einem Genau. ganz persönlichen Anliegen, die auch in irgendeiner Weise betroffen sind. Ja, Ja. es gibt ja so einen Spruch, Beteiligte zu Betroffenen machen. Das heißt, wenn man also wirklich von etwas betroffen ist, hat man auch eine sehr starke hohe Motivation, auch etwas in die Welt zu bringen. Und deswegen darfst du das sehr wohl erwähnen. Und ich finde auch danken. Das ist auch wichtig heutzutage, weil es ist eben nicht selbstverständlich. Ja, Ja, danke schön. Das ist sehr lieb. wir leben ja auch, bei Helfer leben wir ja auch von dem persönlichen Kontakt und da entsteht ja eben auch dieses Vertrauen, was notwendig ist, damit wir eben das genauso tun, wie wir das tun möchten. Ja, das ist genau das Prinzip und deswegen, ja, passt das so gut. Also, wenn ich das jetzt nochmal zusammenfassen darf, also wir haben in vielen Ländern haben wir diese Aktionen vom 10. bis zum 12. Es werden viele Künstler verschiedenster Richtungen sozusagen auftreten. Wie gesagt, an 3 Tagen. Der Zuhörer kann mitmachen. Und jetzt nochmal die Frage, wenn jetzt ein Künstler hier zuhört und sagt, Mensch, ey, das ist ja super, da möchte ich unbedingt mitmachen. So, wie kommt er denn dann, wie kommt er denn dahin, dass er dann da mitmachen kann? Ja, er kommt einfach zu uns auf den Kanal, würde ich sagen. Sagst du den Und Kanal nochmal, den Kanal? das ist der Kanal Kunstattacke. Kunstattacke auf Telegram, ne? Genau. Okay, ja, die Wir haben meisten. Telegram, ja, wir haben Telegram, weil man dort nämlich so wunderbar die ganzen Gruppen bauen kann mit den verschiedenen Kunstrichtungen, ja. Wir haben eine Malergruppe, wir haben eine Literaturgruppe, wir haben also alles Mögliche für Skulpturen und so. Und deswegen Telegram. Ah, Und okay. wenn man dann zu uns kommt auf den Kanal, da findet man dann im Chat die Ideenschmiede und man findet auch extra den Button für den Feiertag. Wir haben das Feiertag-Event genannt. Und dort kann man dann eintreten und sich informieren, wie weit wir da sind. Nun ist es ja so, wir planen das ja nicht fest, sondern wir haben Bundeslandgruppen, wo sich dann die Künstler ja, reinbegeben und sich einander vernetzen können, wo sie sich absprechen können, in welche Stadt gehst du oder kommst du mit, ne, dass wir mehrere sind in der Fußgängerzone und so weiter. Da kann man sich gut vernetzen und findet dann Gleichgesinnte und kann dann gemeinsam, ja, etwas stemmen.
Oder jeder geht halt für sich, aber dann weiß man halt, oh, 50 Meter weiter ist der und der, ne? Ist ja auch immer ganz gut. Und was man noch wissen muss, wir haben in Deutschland die Regelung, dass Straßenkünstler 30 Minuten an einem Ort stehen dürfen. So, und die Idee ist jetzt einfach, ja, man kann ja 30 Minuten da stehen und oder eine Performance aufführen oder da stehen und seine Geige spielen oder wie auch immer. Dann geht man halt die nächsten 50 Meter weiter und der andere Künstler folgt auf den Platz, wo man vorher war. Somit umgeht man eigentlich so die Regelung, dass das ganze Event dann abgebrochen wird. Wir machen ja nichts, wir versammeln uns nicht oder so, sondern jeder ist ja für sich, steht ja da und macht seine Kunst. Ja. Okay, also das heißt, für den Künstler ist es im Grunde genommen recht einfach, sich mit den anderen Künstlern zu vernetzen. Und gibt es halt jetzt für Deutschland, das wird man aber dann dort finden in der Struktur. Ich denke, das brauchen wir ja gar nicht weiter erläutern. Es gibt also verschiedene Kunstrichtungen, es gibt verschiedene Bundesländer, es gibt wahrscheinlich auch für ausländische Gruppen dann noch so Telegram-Gruppen. Okay, die Tage sind auch klar. Wenn ich jetzt Zuschauer bin oder wenn ich jetzt eben kein Künstler bin, aber ich möchte gerne dorthin gehen, wie erfahre ich denn dann, wo was stattfindet? Also in welcher Stadt, welche Künstler auftreten und welche Uhrzeit? Ist das überhaupt so fest vorher oder ergibt sich das? Das ergibt sich alles. Das ergibt sich alles. Du musst dir vorstellen, wir machen keine große Ankündigung. Das ist ja kein Fest, das man jetzt irgendwo anmeldet. Es ist einfach so, die Künstler tauchen auf, sind da und machen ihr Ding. Die Leute, die dann, wir wissen ja nicht, wie viele Künstler kommen. Das können ja sehr viele sein, was wünschenswert ist oder wäre. Oder es kommen halt wenige. Ja, und da kann man schlecht sagen, das ist jetzt das Festival oder so für die Leute und dafür jetzt Werbung machen. Nee, die Leute, die Künstler sind da und alles Weitere ergibt sich von ganz allein. Also die Frage ist ja, also die Künstler haben, wissen ja jetzt, wie sie da drankommen an die Infos. Als Zuschauer wüsste ich vielleicht gerne, ich wohne jetzt hier in Bonn zum Beispiel. Gäbe es jetzt in Bonn auch irgendwelche Dinge oder müsste ich nach Düsseldorf oder Köln oder noch irgendwo sonst wohin fahren? Wo kann ich mich da informieren? Auch bei uns, denn wir sind ja als Admins da im Bilde, wo was stattfindet. Also bei Telegram? Genau. Okay, also auch bei diesem sachlichen Kanal nochmal, wo ich einsteigen kann sozusagen. Wie heißt der? Kunstattacke? Kunstattacke. Genau, Kunstattacke. Und da, okay, da kann also jeder Zuschauer, Künstler, wie auch immer, da steigt man ein und dann findet man alles weiter, auch die Ansprechpartner. Da kann man auch fragen, da wird man da entsprechend weitergeleitet. Ja, natürlich. Also wir lassen da auch keinen im Regen stehen. Wir werden das auch immer auf dem Kanal dann kommunizieren. Wenn wir genau wissen, okay, die machen das und das, dann werden wir da aufschreiben, beispielsweise Köln an dem und dem Platz oder hier, ich habe jetzt gerade für Berlin Alexanderplatz, habe ich was angemeldet, da kommen welche hin, da schreiben wir natürlich auf unseren Kanal. Ne? Sicher, da kommen also Leute hin und es wird ja auch geteilt, also ich hoffe mal, dass das jetzt ordentlich geteilt wird, sodass auch jeder wirklich dann weiß, okay, da findet dieses und jenes statt. Ja, ich meine, heutzutage haben ja viele ein Smartphone oder ne, da kann man ja dann auch mal gucken, ganz aktuell. Das ist ja heutzutage schon fast Standard, sage ich jetzt mal. Oder zumindest kennt man jemanden, der ein Smartphone hat. Ne? Und okay. Gibt es eigentlich ein Erkennungszeichen bei euch, wenn ihr so als Künstler, ich habe mir irgendwas von einer Glocke gehört. Du hattest eben auch schon mal so eine Glocke anklingen lassen. Kannst du da noch mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen? Ja, die Glocke. Wir haben, als wir diese Idee da mal ein bisschen bearbeitet haben, kam da jemand aus der Gruppe auf die Idee, eine Glocke zu nehmen als gemeinsames Erkennungsmerkmal. Und zwar, weil die Glocke im Grunde genommen ein Symbol für Inspiration ist. Das wurde mir so erklärt. Ist ja auch nachvollziehbar. Du hast sie ja eigentlich überall, so als Form und ja. Und weil sie halt wirklich auf wichtige Dinge hinweist. Das hatten wir ja vorhin. Wenn ein Ereignis stattfindet, dann wird geläutet. Ja. Und da kamen die dann auf die Idee, wir sollten das Zeichen der Glocke nehmen. Und es werden natürlich auch einige mit einer Glocke erscheinen und werden die läuten lassen. Ein paar überlegen da auch, die Kirchen anzufragen, ob die vielleicht bereit wären, die Glocke zu schlagen. Wer weiß das? Also keine Ahnung. Aber auf jeden Fall werden einige mit einem Glockensymbol auftauchen, mit einer Glocke selber
Oder auch, ja, dass sie halt den Glockenton imitieren mit ihren Handys oder so. Und deswegen war das Symbol der Glocke, dass wir gesagt haben, das ist jetzt ein schönes Symbol auch zur Weihnachtszeit, dass man dann sagt, da erkennt man einander. Manche Künstler werden vielleicht gar nicht wissen, dass der eine da ist, dann erkennt man ihn schon an der Glocke. Okay. Ja. Weihnachtszeit ist ja auch ein gutes Stichwort, ne? Also das heißt, passt ganz gut rein, auch von daher, ne? Dass man so was Besinnliches, das ist ja auch letztlich auch irgendwas Besinnliches, was ihr da macht, ne? Denke ich mal. Ja, Passt ja. ganz gut in die Zeit, denke ich. Es passt gut in die Zeit aus mehreren Gründen. Zum einen, jetzt könnte man sagen, Mensch, es gibt doch Weihnachtsmärkte und so. Ja, nee. Also wir haben in diesem Jahr ein besonderes Weihnachten, einfach weil die Menschen ziemlich erschöpft sind, weil die einfach emotional erschöpft sind. Und man erlebt das immer wieder, dass sie an ihre Grenzen kommen, einfach weil das so früher so normale Leben fehlt. Und weil die Gemeinschaft gelitten hat und so weiter. Also finde ich, dass dieses Jahr Weihnachten schon es ganz besonders nötig ist, dass wir uns da einklinken und wirklich was Buntes reinbringen und viel, viel Lebensfreude, ich kann es immer wieder sagen, bringen, Inputs bringen, dass was Schönes da passiert. Denn Weihnachten ist zwar besinnlich, aber wir müssen in diesem Jahr schon ein bisschen mehr Kraftquellen reinbringen, punkto Lebendigkeit und Freude. Und Ja. deswegen Weihnachtszeit passt schon ganz Ja. gut. Und ich habe auch rausgehört, dass euch das wirklich ein sehr wichtiges Anliegen ist und ihr macht das quasi auch dringend, weil es jetzt so zeitnah zu dem Ursprungsimpuls quasi ins Leben ruft. Er sagt, das duldet keinen Aufschub mehr. Da warten wir jetzt nicht bis nächstes Jahr, sondern das machen wir jetzt quasi sofort, weil es jetzt wichtig ist. Es ist Und jetzt unheimlich wichtig. Du weißt, die Situation spitzt sich wieder zu. ja. Ja, wir werden auch, selbst wenn es, das muss ich vielleicht noch erwähnen, das kann ja sein, wenn ein Lockdown kommt, kann ja passieren. Wir werden es auf jeden Fall dann durchführen, sobald es möglich ist. Also Ja. Menschen brauchen diesen Input. Ob es nun einen Lockdown gibt oder nicht, ist eigentlich ziemlich juppes. Dann wird es eben gemacht, sobald es möglich ist. Verstehe. Also Ja. es hat ja auch viel mit Improvisation zu tun. Ja, Und Kunst ja. entsteht ja auch aus der Situation heraus. Und wenn nun mal die Situation so ist, wie sie nun mal gerade ist oder möglicherweise dann sein wird, dann wird das auch vielleicht eine andere Kunst werden. Das hängt ja auch von der Situation ab. Von daher ist es ja auch so unheimlich spannend. Also, ne? Wann wären die Tage der Kunstfreiheit für dich ein Erfolg? Oh, also eigentlich ist es so, ich würde mich wirklich freuen, wenn das können wenige sein, die mitmachen, aber mit vollem Herzblut und Leidenschaft. Ja, du siehst ja auch, unsere Einladung zielt ja auch darauf ab. Du weißt, dass ich da reingeschrieben habe, singe, tanze, baue, male, als wäre es das letzte Mal. Das bezieht sich darauf, bitte bring die Leidenschaft mit und zeig einfach, mit welchem Herzblut du dabei bist, weil wir einfach diese Emotionen haben möchten. Und ja, es ist jetzt einfach so, dass wir gesagt haben, das muss jetzt so geballte Power sein, dass man also wirklich sagen kann, dieses Gefühl, die Energie, die ist so spürbar, dass wirklich dieses dunkle, triste, graue, angstbesetzte einfach endlich mal wenigstens so eine Zeit weg ist. Ich würde gerne noch mal den Bogen in die Zukunft spannen. Du hast ja jetzt gesagt, es gibt dieses erste Ereignis oder dieses erste Event, aber das wird ja mit Sicherheit nicht das letzte sein, weil wir reden ja im Endeffekt von einer Bewegung, die sich nennt Kunstattacke. Und es gibt ja mit Sicherheit auch in Zukunft Events oder Projekte. Kannst du den Zuhörern schon was verraten oder denen einen Ausblick geben, was zukünftig noch alles kommen wird? Oder dieser Tag jetzt zum Beispiel, wird es den öfter geben? Ist das ein einmaliges Ereignis? Weißt du, das Spannende an diesem Tag oder an diesen Tagen, es sind, ich wollte ja auch erst nur einen Feiertag, ich bin da ganz bei dir, aber wir brauchen Ja. drei. Wir werden sehen, wie kommt der an, wie viele Künstler machen da mit, lassen die sich inspirieren und machen wirklich mit. Dann haben wir eine ganze Reihe an Künstlern da, das wäre natürlich klasse, wenn wir diese Bühne,
der Lebensfreude schaffen würden, global. Das wäre fantastisch. Aber nichtsdestotrotz, wenn sie noch abgeholt werden müssen, motiviert werden müssen, das kann ja alles sein nach so langer Zeit, wo man sich halt nicht so austoben durfte. Wir wollen auf jeden Fall, dass dieser Feiertag, wenigstens ein Feiertag der Kunstfreiheit, mindestens einmal im Jahr stattfinden kann. Der soll also fest etabliert werden, am liebsten sogar alle 6 Monate. Ich glaube, wir brauchen alle so viel Input wie nur möglich, an positiven Input. Und dieser Tag oder diese Tage werden auf jeden Fall fester Bestandteil sein unserer Bewegung. Mhm. Die werden also wiederkehrend sein. Das andere, die anderen Projekte, ja, da kann ich schon einiges verraten. Da gibt es zum Beispiel die Idee, dass wir eine Straßenstrecke von mindestens 500 Kilometern bunt bemalen wollen. Und zwar so bunt, dass das wirklich überall zu sehen ist. Und das soll was ganz Außergewöhnliches sein, mit positiven Botschaften drin, einer richtig bunten Fläche. Wir können auch natürlich alle miteinander Plätze, Parkplätze und so weiter richtig bunt gestalten. Das ist immer so ein Wow-Effekt. Dann hatten wir die Idee mit Verhüllung à la Christo und Reichstag. Mhm. Ja, also so richtig fantastische, große Verhüllung der Denkmäler, dass die Leute, wenn sie also morgens zur Arbeit fahren oder so, erstmal dreimal hingucken müssen, was das denn ist. Ja, aber richtig schön gemacht. Und wir wollen Lichtshows machen, die also richtig spektakulär sind, dass man also wirklich sieht am Himmel und das natürlich auch in vielen Städten zeitgleich, dass man da wirklich tolle Formationen sieht und wirklich auch Zeichen sieht, schöne Botschaften am Himmel. Ja, das sind so, so Kleinigkeiten, die wir so vorhaben. Und mal gucken, was davon dann gelingt. Es gibt aber auch immer wieder neue Ideen. Wir haben ja auch die Ideenschmiede, da kommt immer wieder was Neues rein. Also auch da kann man seiner Kreativität freien Lauf lassen. Auch hier nochmal der Hinweis an alle Künstler, die zuhören. Ihr habt hoffentlich mitbekommen jetzt, dass es da auch in Zukunft noch einiges geben wird. Und auch ihr dürft euch wirklich herzlich gerne einbringen. Und ich glaube, das kann auch dann sehr schön werden, weil ja die Künstler sich untereinander austauschen können. Da gibt es dann verschiedene, auch da gibt es ganz tolle Verbindungen, Inland, Ausland, kann man sich ja dann selber, glaube ich, vorstellen, was das alles bedeuten kann. Ja. Ja, okay. Das heißt, ihr startet jetzt und es wird dann hoffentlich immer so weitergehen und es wird sozusagen ein normaler oder regulärer Bestandteil unseres Alltags werden. Im besten Fall, sodass unser Leben reicher, bunter wird und vielfältiger und vor allen Dingen auch wieder emotionaler wird. Ja, genau. Wir wollen also wirklich, die Attacke bezieht sich ja darauf, dass wir das Grau weghaben wollen. Wir wollen ja wirklich gegen diese, wie willst du das nennen? Das ist ja wirklich ein Gefühl von Teer, wo man durchschwimmt im Moment. Das ist ja wirklich alles so beängstigend und bedrückend. Mhm. Dass wir jetzt also wirklich gesagt haben, da muss eine Attacke her. Und deswegen ist der Name Kunstattacke. Der bezieht sich wirklich darauf, dass wir gegen diesen ja, negativen Mainstream einfach jetzt einen Kontrapunkt setzen wollen und das wirklich mit sehr viel Energie und ja, ziemlich spektakulären Sachen. Ja, also ich bin jetzt schon sehr gespannt. Man wird dann wahrscheinlich auch, wenn man jetzt nicht da immer hinfahren kann, aber man kann auf einer Homepage oder so wahrscheinlich auch dann Dinge sehen. Also wenn da irgend sowas kommt. Ja, natürlich, natürlich. Ja. Wir haben ja auch die Gruppe Vollbrachte Werke. Ah, okay. Ja, jetzt nach drei Wochen ist da noch nicht allzu viel drin, leider. Aber das ist ja auch kein Wunder. Wir sind ja hier jetzt erstmal in der Findungsphase und völlig schmeißen wir erstmal alle die Ideen um uns und gucken. Jetzt haben wir einen YouTube-Kanal auch noch eröffnet, dass wir also Videos mit Kunstinhalten da hochladen können und so. Den gibt es jetzt auch schon. Und na klar, das ist vollbrachte Werke, ist gut und schön, aber wir hatten eigentlich wenig Zeit, jetzt irgendwas zu vollbringen, weil wir einfach jetzt in dieser Ideenschmiede sind und in der weiteren Vorbereitung, ne? Aber das wird sich sehr bald ändern, denke ich mal. Wir sind im Moment, haben wir, ich glaube, so um die 550 Abonnenten im Kanal. Und ich glaube, die warten alle darauf, dass dieses Event jetzt losgeht, dass sie sich einbringen können. Und natürlich
brauchen wir auch sehr viel mehr, die da noch ein bisschen mehr Motivation reinbringen und Input und vor allen Dingen auch sagen, wir wollen das jetzt. Vielleicht braucht ihr ja auch noch sowas wie Kameraleute und sowas, die das festhalten, oder? Ja, wir haben zwar Kontakte zu Kameraleuten, aber da ist keiner fest im Team. Wir haben also hier für Rat und Tat haben wir Kameraleute da. Ja. Ne, aber sonst, die sind nicht fester Bestandteil im Team. Ne? Deswegen ist das im Moment alles so ja, selbst produziert, was dann auch bei YouTube eben hochgeladen wird. Okay, also auch da gibt es sicherlich Menschen bei Helfer, die da was machen könnten, einen Beitrag leisten könnten. Ja, dann sind wir im Grunde genommen am Ende unseres Gesprächs. Hast du eine persönliche Botschaft an unsere Zuhörer, die du ihnen gerne mit auf den Weg geben möchtest? Okay, schließ die Augen und hör bitte mal zu. Wertvoller als jedes fremde Ereignis ist es, einen ganz besonderen Augenblick zu erschaffen, zuzulassen und zu erleben, der deinem Dasein einen wahrhaftigen Sinn gibt. Darum liebe, lache, lebe und genieße mit all deinen Sinnen und all deiner Kraft. Und das jeden Tag. So wirst du zu einem Leuchtturm für jene, die noch im Dunkel gefangen sind. Mach es zu deiner Mission. Mach es zu deiner Passion. Du bist nicht allein und gemeinsam werden wir ein Lichtermeer erschaffen. Wow, das... Wow! Oh ja, das okay. Ist sehr schön. Ich glaube, das muss ich mir gleich in der Aufnahme nochmal anhören. Das ist ja wow, das ist richtig gut, passt auch sehr schön in die Zeit, finde ich. Dankeschön. Ja, Nicole, ich danke dir für das sehr inspirierende und auch sehr persönliche Gespräch. Edgar, ich danke dir auch, allein schon für dein Interesse und dass du uns vorstellst. Das freut mich wirklich sehr und das wird unserer guten Sache dienlich sein. Ich freue mich auch auf die Zusammenarbeit. Ihr Lieben, habt ihr Lust bekommen, dabei zu sein? Dann checkt den Telegram-Kanal Kunstattacke. Dort findet ihr alle weiteren Infos zur Veranstaltung. Und an alle Künstler hier bei Helfer, kommt bitte zahlreich. Es ist die Chance für euch, endlich mal wieder vor Publikum aufzutreten und mit ihm zu interagieren. Und vor allem die Botschaft von Helfer in die Welt zu tragen. Von Menschen, für ein besseres Miteinander. So viel ist sicher. Es wird bunt, sinnlich und es gibt viel fürs Herz. Freut euch drauf. Und vor allem, bleibt im Frieden. Herzlichst, euer Edgar. Hat euch diese Folge des Helfer-Podcasts gefallen und hättet ihr gerne mehr davon? Dann haben wir nach der Musik ein interessantes Angebot für euch. Bleibt bitte dran. Helfer engagieren sich liebevoll für andere. Helfer engagieren sich liebevoll für andere. Wir danken dir für deine Zeit. Helfet und reduziere Leid. Gemeinsam schaffen wir viel mehr. Zu Helfern ist gar nicht so schwer. Liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, wir hoffen, dass dir diese Podcast-Folge gefallen hat und du gerne mehr davon hören möchtest. Möchtest du, dass wir über dein Thema berichten, dein Projekt, deine Idee bekannt machen, für Unterstützung werben? Dann schicke uns doch einfach dein Thema per Mail an helfer-redaktion@web.de. Du möchtest gerne selber ein Interview führen? Du möchtest gerne in unserer Redaktion mitarbeiten, du möchtest gerne bei der Erstellung unseres Podcasts mitwirken, dann freuen wir uns über deine Bewerbung an helfer-redaktion@web.de.